Dem einen oder anderen ist es bestimmt schon am Gate aufgefallen. Irgendwas ist heute anders. Richtig, die mitreisenden Damen sind nicht nur ausgesprochen jung, nein, sie sehen auch noch verdammt gut aus. Was wohl nicht zuletzt daran liegt, dass sie alle schon jetzt Gewinnerinnen sind. Jede einzelne der insgesamt 24 Teilnehmerinnen an der Miss Condor-Wahl trägt nämlich bereits einen Titel, wie etwa Miss Süddeutschland, Miss Niedersachsen oder auch Miss Hessen. Ziel der Damen, das Miss Germany Vorbereitungscamp auf der Sonneninsel Fuerteventura. Wir werden Sprachtraining haben, Lauftraining haben. Der Martin Schneider ist dabei, der macht mit uns Comedy-Training. Ich denke, das wird eine lustige und spannende Zeit. Doch dazu später mehr. Kommen wir nun erst einmal zum Hauptevent des Tages, der Wahl der Miss Condor 2013 in luftiger Höhe. Zweimal mussten die Mädchen den Catwalk, also den Mittelgang, passieren. Das alles unter den strengen Augen der Passagierjury. So gesehen ein ziemlich nettes Bordunterhaltungsprogramm. Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, sich zu entscheiden. Also meine Favoritin ist die Nummer 22. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Bundesland sie war, aber sie fand ich wirklich hübsch. Meine wäre die Nummer 2. Ich habe viele Favoriten, aber auf einen habe ich mich spezialisiert oder favorisiert. Und das wäre dann die Nummer, wenn ich die sagen darf. Die dürfen Sie gerne sagen. Das ist die Nummer 24. Ja, wir haben beide für die Nummer 17 gestimmt. Und wer von Ihnen beiden hat bestimmt, dass Sie beide für die Nummer 17 stimmen? Keiner. Keiner. Also wir haben erst verschiedene Damen ausgesucht. Und dann waren wir uns am Schluss bei den letzten nochmal einig. Diese Dame hatte aus unserer Sicht, ich glaube, wir waren uns beide einig, ne? Eindeutig die beste Ausstrahlung. Dann wurde es allmählich ernst. And the winner is, Trommelwirbel, Caroline Nöding. Die 21-jährige Miss Niedersachsen kam bei der Laienjury einfach am besten an und darf sich von nun an auch Miss Condor 2013 nennen. Ob ihr das bei der bald anstehenden Miss Germany-Wahl weiterhilft? Also nach meinem Wissen ist bisher in den 9 Jahren leider noch keine Miss Condor dann zur Miss Germany gewählt worden. Wir warten darauf, dass es soweit ist. Aber die Jury hier bei uns an Bord sind der Passagier, der Reisegast. Und bei der eigentlichen Miss Germany-Wahl sind es ja so Leute wie Rainer Kallmund, Ingo Lenzen von Lenzen und Partners, also Leute, die man aus dem Fernsehen kennt. Naja, ob die Promis besser wissen, was schön ist und was nicht, sei mal dahingestellt. Sicher ist aber, wer was lernen will auf Fuerteventura, hat im Model-Trainingscamp die allerbesten Voraussetzungen dafür. Es gibt wertvolle Hinweise in Sachen Ernährung und Gesundheit. Hilfreiche Tipps für Make-up und Styling, dazu Kurse mit Benimmregeln. Außerdem hält Profiboxer Arthur Abraham die Missen mit Fitnesstraining auf Trab. Und dann ist da ja auch noch The Madin, The Madin Schneider, Sie wissen schon. Ich habe mir so ein paar Sachen ausgemacht, ja. Ein zum Beispiel erotisches Sprechen. Das kann man ganz gut am Beispiel vom Hessischen unterrichten sozusagen, weil Hessisch macht einen schönen Mund. Ja. Locker Unterkiefer, geschmeidige Gesichtsmuskulatur. Insgesamt zaubert das Ausstrahlung und Charisma ins Gesicht, ja, wenn man locker ist. Und ja, dann mal so ein paar Übungen und vielleicht noch ein paar Spielchen. Das große Finale der Miss Germany-Wahl geht schließlich am 23. Februar im Europapark Rust über die Bühne.